Hi Leute, ich habe euch wieder was Neues besorgt. Diesmal geht es um ein Spinnschloss. Ich habe diesmal nicht das Problem, das Ding aufzukriegen, sondern zuzukriegen. So, die Spinnschlösser sind immer mit Münzen. Das heißt also, man müsste eine Münze mitnehmen. Ich bin aber immer zu blöd dafür und vergesse diese blöde Münze. Habe aber auch keine Lust, irgendwie die Klamotten mit in die Halle zu nehmen oder die ganze Zeit drauf aufzupassen. Das versaut ein bisschen den Spaß beim Sport. Und dann habe ich mir mal überlegt, okay, besorgst du mal so ein Schloss, guckst dir die Funktionsweise an, die zeige ich euch gleich nochmal. Und habe das dann so gemacht, habe das Ding komplett aufgeschnitten, damit ich sehen kann, was da drin abgeht. Und es läuft ja so ab. Ihr wollt ja diesen Spind abschließen mit euren Sachen drin. Und wenn ihr abschließt, blockiert hier dieser kleine Hebel und lässt nicht zu, dass ihr das Ding abschließt, geschweige denn später den Schlüssel entnehmen könnt. So, wenn ihr jetzt hier eine Münze reingeschmissen habt, rutscht dieser kleine Hebel über die Münze und lässt zu, dass ihr das Ding verriegeln könnt und dann auch den Schlüssel ziehen könnt. So, ich habe jetzt hier eine Heftklammer genommen, habe die komplett aufgebogen, dass sie schön lang ist. Und ich habe es jetzt ein bisschen schwieriger, dadurch, dass die Abdeckung weg ist, ist ein bisschen instabil. Ich versuche es euch trotzdem mal zu zeigen. Ihr geht rein, setzt dieses Teil hinten dran und kommt ein klein bisschen entgegen dem Schlüssel. Das heißt, ihr schließt leicht ab. Das macht ihr natürlich im offenen Zustand. Und jetzt biegt ihr oben das einmal rum. So. Wenn das jetzt hier eingebogen ist, braucht ihr nur noch den Schlüssel zu drehen. Das Schloss ist abgeschlossen. Oder besser gesagt, der Spind ist abgeschlossen. Und ihr könnt den Schlüssel entnehmen. Wenn ihr später wiederkommt, einfach wieder Schlüssel rein, aufschließen, den Draht wieder rausnehmen und ihr habt euch das Teil mit der Münze gespart. Ist ein bisschen Fitzelarbeit, man muss ein klein bisschen Feingefühl dafür haben, aber ich hoffe, das Video hat euch gefallen und viel Spaß!